Klack und Klack. Ach, sind beide gleich fertig. So, wollen wir mal gucken. Das hier war der... C. Ah, ich brauche die gar nicht in die Hand nehmen dafür. Das ist ja auch geil. Okay, war's das schon, oder wie? Kann mal 5 Stück drauf bleiben. Aber wir können da, ja klar, wir können davon aber auch unendlich viele machen, gell? So, Moment. Hier mal so ein bisschen... 4 passen in jede Reihe, das heißt, da passt noch einer hin. Wie leer es im Inventar auf einmal ist. Gefällt mir. Schön. Das heißt, wir haben ja erstmal so eine kleine, Fabrik, wo alles drin steht. Fabrik ist Ding ein bisschen komisch. Wir haben ja erstmal alles so ein Ding, bisschen, wo alles drin steht. Gefällt mir sehr gut. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich guck mal jetzt, was im Beet gewachsen ist. Hä? Hier wächst aber... Oh, doch. Da ist was. Da war was. Moment, da war was. Spring doch mal aufs Beet, Junge. Hallo? Hier war doch gerade. Wir haben auch nichts dabei, also hier muss man irgendwie was ernten können, aber ich sehe nicht wo. Ist das zu buggy jetzt so, oder? Also ich sehe das Pflänzchen da, was das... Dieses Mikroorganismus-Ding da, aber... Ich kann nicht... Ich kann es nicht ernten, das ist super. Pflanzen, die man nicht ernten kann, sind immer aus Spitze... Ich... bin verwirrt. Und schockiert. Na gut. Die Fallen da unten sind noch offen. Das heißt, da ist nichts Neues drin. Dann gehen wir mal weiter hier raus. Ich würde gerne, wirklich sehr gerne, erstmal durchessen. Ich würde sehr gerne, muss ich gestehen... die Baumstämme verwenden. Ja, die würde ich auch gerne verwenden. So. Dann müssen wir mal ganz kurz schauen, was wir jetzt noch bauen können. Wir sollten uns vielleicht Snackbar, Medizinbar, Weaponbar brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Explosives Holder. Basic Wall, Wall with Door. Stairs, Plattform, Tree Bridge, Defensive Spikes, Custom Foundation, Experimental Wards. Ach so? Da muss ich doch gleich mal, da muss ich jetzt mal was ausprobieren. Und zwar, hier drin sind wir ja mittlerweile so ein bisschen fertig. Ich würde jetzt langsam anfangen, eine neue Behausung zu schaffen. Wisst ihr was, die neue Behausung? Die neue Behausung machen wir einfach mal im Wald. Warum nicht? Die neue Behausung kommt einfach mal in den Wald. Hier ist es auch schön flach, warum sollte ich also nicht? Dann mache ich jetzt einfach mal L. So, Moment. E.
In der Mitte das Ding da. Experimente Forts. Ich glaube, da müsste ich jetzt B. Da müsste ich jetzt theoretisch eigentlich. Das Ding hier anbauen. Ich nehme übrigens meinen Schläger in die Hand dabei. Geht das denn, die Experimente vor uns nicht anzubauen oder was? Das wäre jetzt schon ein bisschen doof. Es geht anscheinend aber wirklich nicht. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Moment. Vielleicht baue ich einfach ein bisschen ineinander, das ist ja auch egal. Genau. Da passiert jetzt nichts. Also ich habe ständig das Gefühl, dass hier irgendwas rumläuft, was nicht ich bin. Okay, B. Quatsch, nein, nicht B. Das müsste es aber eigentlich wieder gehen, gell? Genau, hier geht's, das geht jetzt wieder. Ich lasse jetzt auch einfach mal so. Ich weiß nicht, ob die Barbaren da drüber springen können jetzt. Oder nicht. Die Experimente vor uns sind auch lustig, aber... Ich nehme jetzt mal das. Ich würde aber, muss ich gestehen... Was für den Spaß hier abholzen. Ich würde aber, muss ich gestehen... Also der Baum wäre dann drinne. Den nehme ich mir jetzt mal nochmal so eine Experimente vor. Platziere die dann... Da. Und dann würde ich die... Ach, und dann baut er von da aus weiter. Das ist ja auch geil. Ah, da habe ich jetzt halt... Egal, da habe ich eine Idee. Dann mache ich jetzt hier... L, E... Die Experimente vorhin. Und dann nehme ich mir jetzt nämlich hier... Moment. Quatsch, da. Dann nehmen wir uns jetzt hier... Hier geht Storage, ich will... Ich will dich. Nein, nach da. Nein, nach hier. Das funktioniert? Super. Haut perfekt hin. Das kostet doch nicht so viel wie die normalen Wälle. Dann holt sich mit hier drin mal alles ab, aus dem einfachen Grunde. Damit wir hier nicht die ganze Zeit dieses Rascheln haben und denken, hier ist irgendwas. Blätter kann man immer gebrauchen. So, Blätter, 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 Blätter. Fällt mir gerade auf, apropos Blätter. Ich könnte vielleicht mal eine Lurchrüstung bauen, weil wir sind ja doch recht... knapp bei Kasse, was Rüstung angeht. So. Dann würde ich... B. Dann würde ich jetzt hier... In die Ecke... Moment. Die in die Ecke. Ha! Eine Plattform auf Höhe des Walds anbringen. Damit ihr nicht zu viel kostet. Dann würde ich hier... Ich fühle mich übrigens gerade nicht so sicher, weil das ist ja alles nur... Jetzt dieses geile Haus mal hinbauen wollen. Ich würde echt mal dieses geile Haus bauen wollen. Habe ich das jetzt schon gebaut? Was? Nein. Hallo, dich. Na, super. B... kann doch nicht sein. Oh, jetzt sind die ganzen Bälle weg.
Experiment sofort, wo sind sie? Da. L? Hallo? So. Jetzt bis L. Und jetzt bis. Ja, super. Das waren Eingeborene, das habe ich gehört. Aber wo? Okay. Ich rüste mir mal diesen Schläger aus. Ich weiß, die sind jetzt hier irgendwo, aber... Hihihi, los. Ich weiß, die sind jetzt hier irgendwo, aber ich möchte trotzdem das jetzt fertig bekommen. So, dieses Ding will ich auf jeden Fall bauen. Wo ist der Eingang? Ah, das ist der Eingang. Hier vorne. Okay. Moment, dann drehe ich es nochmal. Ja, ja, ja. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen. So. Und das wäre dann total falsch. Dann müssen wir das nochmal machen. Also noch ein Stück vor. Moment. So. Jetzt haben wir hier eine kleine Lücke, genau. Genau, das passt perfekt. Dann hätten wir nämlich hier jetzt dieses Ding drinne. Und dann würde ich jetzt nochmal so eine Experimentive Wall bauen. Experimentive Wall, wo ist die? Wo ist die? Wo ist die mal? Wo ist die mal? So. Die batsch einfach mal da an und bring sie dann bis hier an. So, das passt genau. Da hat man hier so einen kleinen Vorsprung noch. Da haben wir nämlich jetzt hier das Haus, dann hat man da die Plattform, auf die man schon hochkommt. Dann hat man das Ding da. Dann kommt hier jetzt noch der Custom Floor, will ich auch probieren. Wie der sich auswirkt. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinbauen soll. Moment. Wieder Zeit für Schlägertime. B. Custom Floor geht also nicht. Custom Foundation könnte man bauen. Also geht sicher irgendwie, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Jetzt kann ich das aber da auch nicht mehr anbringen, ne? Ich schau gerade. Was könnte man jetzt hier noch Wichtiges hinbauen? Was könnte man denn hier jetzt noch? Man könnte hier jetzt zum Beispiel ein Bonfire hinbauen. Alter, was ist das denn? Aber sieht nice aus, ne? Könnte man mal machen. Einfach nur so, weil es geht. Unter dem Baum ist natürlich sehr intelligent, aber es brennt eh nicht an. Kostet jetzt auch nicht allzu viel. Ein Bonfire könnte ich zum Beispiel einfach mal... Lol. Okay. Ein bisschen was reinzimmern. Hätte man das Bonfire schon. Shelter bräuchte man natürlich nicht. Ein Treehouse bräuchte man jetzt hier auch erstmal nicht. Könnte man später vielleicht machen. Dann bräuchte man hier natürlich den klassischen Stickholder. Der kommt dahin. Ne, kein Locksleet. Da bräuchte man einen Lockholder. Der kommt dahin. Und einen Rockholder. Der Rockholder käme dahin. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Ich weiß nicht warum.
Diese ganzen Medizindinger machen wir später erst. Den brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir. Doch, Moment. Stopp. Ne, brauchen wir nicht. Den Gazebo wollen wir auch noch irgendwann bauen. Eine Woodbench können wir dann auch mal irgendwo hin platzieren, einfach mal vielleicht. Hierher, ich brauche dringend was. So. So, dann nehme ich mir mal hier jetzt schon mal die Sticks mit, damit wir nicht allzu viel machen müssen. So. Und dann kommt da schon mal der letzte hin. Dann kann ich hier schon mal anfangen, alles auszubauen. Und dann fangen wir jetzt langsam an. Ich versuche es wieder ein bisschen mehr in die Kamera reinzugucken. So. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Aufnahme sein wird. Wie gesagt, heute wird wahrscheinlich der Marathon sein, wenn wir jetzt so viel neues Zeug bauen. Dann wird heute wahrscheinlich der Marathon kommen. Weiß nicht, wie viele Folgen der Marathon beinhalten wird. Ich habe eine ganze Menge Folgen schon oben. Der werde ich dann toben. Haha, witzig. Nebenbei versuche ich mal hier alles abzuholzen. Ich habe ja auch, warum ich durch den Eingang ständig durchgehe, ist so eine Angewohnheit. Wenn man dann eine Wand sieht, egal ob die echte ist oder nicht, denkt man sich so, Wand, kommt man nicht durch. So, da fehlt noch ein Stick, das ist sehr gut. Da ist ein Rock, kann ich nicht aufheben. Da ist ein Stick, kann ich aufheben. So, aber den Rock, stopp, Moment, den Rock könnte ich ja, Moment. So, jetzt kann ich den Rock auch aufheben. Wo ist der Rock hin? Ey, Stein, wo bist du? Stein! Stein? Stein! Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht nebenbei irgendwas kaputt mache. Okay, wo ist der Lockslied? Jetzt leg mal los. Wo ist der Lockslied? Wir haben auch gleich den Hasenkäfig. Das ist auch geil, da haben wir den Hasenkäfig gleich in der Nähe. Das heißt, wir müssen nicht ewig laufen für Hasen. Die sind also auch gleich in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Da bauen wir uns, und diese Festung, wenn die fertig ist, wird wesentlich besser als die, die wir hier haben. Ist ja logisch, wir sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen fortgeschrittener. Und ich fange übrigens diesmal mit der Hütte an. Ich fange diesmal mit der Hütte an, weil die Hütte nimmt ein bisschen weniger als die ganze Umzäunung in Anspruch. Und in der Hütte können wir auch schlafen. Das heißt, wir können uns auch da zurückziehen, falls irgendwie Barbaren ankommen sollten. Ja, fahr noch ein bisschen komischer durch die Gegend, bitte. Ich finde, das sollten die mit der Rückwärtssteuerung sollten die noch verbessern. Wie ist es, wie es halt in allen anderen Games auch ist. Ist einfach verwirrend. Ist einfach verwirrend, muss man einfach sagen. Ich knusper mir mal kurz einen Stamina-Mix rein. Und da bin ich wieder voll, das ist sehr schön. Bin wieder voll, aber ich finde das echt geil, jetzt mit den ganzen neuen Änderungen. Also da ist schon einiges dazugekommen. Und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich echt schon drauf, wenn wir das erkunden können dann alles. Weil... So. Und so viel ist das gar nicht mit dem Holz. Merke ich gerade, weil wir haben ja noch so viel Holz hier unten liegen. Das wird gar nicht so viel, wie es aussieht. Jetzt muss ich nur gucken. Da hinten ist ein Baumstamm. Fände es cool. Ich fände es wirklich cool, muss ich gestehen, wenn sie... Jetzt muss ich mal hier gucken. Also man kann jetzt hier... Man kann Menschen mit sich rumtragen! Wie geil! Hihihi. Alter, wie geil ist das? Kann ich den nur mal so aus Spaßenshalber mit mir rumschleifen? So, so, hier kann ich den jetzt vielleicht? Schade. Man kann Menschen mit sich rumtragen! Wie geil, bitte, eigentlich mal was richtig Böses. Witt, achso. La 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 la. Ach guck mal, liegt schon einer. Pfff. Interessiert mich doch nicht. So. Moment, hier lag auch noch einer. Bit. Also Mensch und ein Baumstamm. So.
Dann stapeln wir die alle da auf. Wenn wir welche finden, werden die immer da aufgestapelt. Klingt rabiat, ist rabiat, aber da ich es machen kann, mache ich es auch. Hä? Hallo? Achso. Hä? Mach doch 10. Bin ich bescheuert? Ich drück doch... Hä? Ich drück doch C? Hallo? Was ist denn jetzt? Ich kann da irgendwie gerade nicht mehr... Muss ich das tragen? Hat jetzt, weil ich den Menschen hochgehoben, hat sich das Spiel verpackt? Ich glaube, es hat sich gerade das Spiel verpackt, weil ich den Menschen hochgehoben habe. Super. Genau das war heute mein Tagesziel, ein verpackter Spielstand. Kleinen Moment. Wir gehen kurz das Zeug abliefern. Und dann gehe ich kurz, schlafen. Also nicht schlafen, sondern... Kann man mal erklären, was es da hinten ist? Hier lag doch gerade... Sah aus, als wäre hier eine Foundation im Wald mittendrin. Habe ich mich anscheinend nur geirrt. War bestimmt so eine Falle der Eingeborenen. Die wollten, dass ich tief in den Wald reingehe und dann hätten sie mich überrascht. Na gut, ich bin mir halt nicht sicher, wenn ich die Menschen stapel. Ich habe überlegt, ob ich sie vielleicht bei mir zu Hause einfach aufstapel. Wäre lustig gewesen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dann nicht sich einige Eingeborene denken, hey, Frischfleisch! Und wisst ihr Bescheid, ne? Ne, nicht Eingeborene, sondern die Kannibalen. Die Eingeborenen essen ja kein Frischfleisch, oder zumindest nicht ihr eigenes. Alter, was ist denn das wie so komischen... Alter, irgendwie ist ein bisschen, ne, also da... Der läuft ja nicht in den Stein rein. So. C. Da war er doch gerade schon wieder. Oder? Dann gehen wir ganz kurz Exit zum Main Menu. Muss man einmal kurz machen, geht nicht. Gehen dann auf Continue. In 14 Tagen kommt übrigens der nächste Spielstand. Ich glaube, ich nehme es gerade schon wieder so viel auf, dass die 14 Tage vollkommen ausgebucht sind. Ich habe momentan pro Tag so krasse Folgen. 30 Minuten, 35, 40 Minuten. Gestern, die war, glaube ich, 40 Minuten die Folge. Das sind eigentlich 5 Let's Plays am Tag. Ich habe noch nie so krasse Folgen rausgehauen. 40 Minuten Folgen habe ich noch nie gehabt. Also da momentan ist echt viel. Loading may take a moment. Wo ist die Fahrstuhlmusik? Dum, 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 dum. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Blaubeeren, wir haben Blaubeeren. Juhu, wir haben Blaubeeren. Und wie viele einfach. Wir haben so eine geile Position, wenn hier Blaubeeren wachsen. Das ist so geil.